Liebe Angehörige der FAU, liebe Studis, meine sehr verehrten Damen und Herren, seit der Erfindung des Buchdrucks hat nichts das Bibliothekswesen mehr verändert als die Digitalisierung. Moderne wissenschaftliche Bibliotheken sind nicht nur Buchbewahrungsstätten, sondern sind heute Content Deliverer. Über die Veränderungen im modernen wissenschaftlichen Bibliothekswesen spreche ich heute mit unserer Direktorin der Universitätsbibliothek, Frau Konstanze Söllner. Herzlich willkommen, Frau Söllner. Wie geht es Ihnen? Ich grüße Sie, Herr Honecker. Mir geht es sehr gut. Prima. Ich habe gerade schon erwähnt, dass die Bibliotheken sich verändern. Wissenschaftliche Bibliotheken gehören heute zu den Treibern von Open Source, also einer Wissenschaftspraxis, die auf Offenheit und Transparenz auch der Rohdaten setzt. Warum hat sich das so verändert? Bibliotheken sind in der Vergangenheit ja diejenigen Einrichtungen gewesen, die für die Zugänglichkeit und für die Auffindbarkeit von Büchern gesorgt haben. Mit dem Internet hat es da natürlich einen Epochenwechsel gegeben. Viele Forschende wünschen sich, dass das Potenzial der Online-Publikationen voll zum Tragen kommt. Das heißt, Publikationen erscheinen unter offenen Lizenzen und Forschungsdaten werden interoperabel gemacht. Für die Bibliothek ändert sich damit die Position. Sie steht nicht mehr am Ende des Informationskreislaufs, sondern sie rückt an den Anfang. Also unsere Aufgabe ist es im Prinzip zu ermöglichen, dass Daten und Publikationen aufgefunden werden. Also der Gedanke, der mich daran fasziniert, ist, dass wir genau genommen dafür sorgen, dass am Anfang schon diese Auffindbarkeit eingebaut wird. Also wenn die Publikation entsteht, dann wird schon eingebaut, dass sie auffindbar ist. Das hört sich nach einer gewaltigen Disruption des Bibliothekswesens an, mit einem klar definierten Ziel. Wo steht denn die FAU bzw. unsere Universitätsbibliothek in diesem Gesamtprozess, im Vergleich auch zu anderen Universitäten und vergleichbaren Einrichtungen? Die Friedrich-Alexander-Universität ist eine sehr publikationsstarke Universität. Das beobachten wir im Prinzip täglich. Das liegt daran, dass viele Lizenzverträge umgestellt werden. Die werden von einer Subskriptionsbasis auf eine Publikationsbasis umgestellt. Wir beobachten also quasi live, wie das Publizieren vonstatten geht an der FAU und sehen, es sind sehr, sehr viele Publikationen. Die FAU ist da in Deutschland sehr weit von mit dabei. Die Unileitung hat das schon recht frühzeitig erkannt. 2010 wurde die Universitätsbibliothek beauftragt, sich zu beteiligen an einer Förderlinie der DFG, also einen Antrag einzureichen. Das war dann auch erfolgreich. Und seit 2010 unterstützen wir Forschende bei der Publikation aus einem Publikationsfonds. Das heißt, sie erhalten einen Teil der Publikationskosten erstattet. Das ging dann auch weiter. Dann entstand 2011 der Universitätsverlag, FAU University Press, ein Open Access Verlag. 2015 haben wir ein Referat geschaffen für das Forschungsdatenmanagement. Im Rahmen dieses Referats werden Forschende bei der Antragstellung beraten. Das sind ganz praktische Fragen, die da erörtert werden. Es ist inzwischen nicht mehr möglich, erfolgreich zu sein mit einem Forschungsantrag ohne ein Datenmanagement. Dafür haben wir im vergangenen Jahr auch eine Software installiert, also eine Projektmanagement-Software, RDMO nennt die sich, Research Data Management Organizer auf einem eigenen Server, der FAU. Und diese Software wird von uns laufend betreut, von unserem Referenten für das Forschungsdatenmanagement. Man muss sich das so vorstellen, wenn man im Moment auf die Seiten der DFG schaut, dort finden sich 19 disziplinenspezifische Vorgaben, wie das Forschungsdatenmanagement aussehen muss. Und diese Vorgaben, von denen ständig neue entstehen, die Fachkolleginnen der DFG verabschieden ununterbrochen neue Vorgaben, die werden in diesem RDMO eingepflegt durch unseren Referenten. Und wenn jemand einen Antrag für ein Forschungsprojekt schreibt, dann nutzt er dieses RDMO und bekommt alle Textbausteine FAU-spezifisch schön zusammengefügt. Also er muss sich das nicht zusammensuchen, sondern über RDMO kriegt er das alles schon
vorgegeben. Und sogar diese Arbeitsweise ist offen. Also wir tauschen auch diese Data-Management-Pläne, die mit dem RDMO erstellt werden, mit anderen Universitäten aus. Also ich denke, das ist ganz wichtig für viele Forschende, dass sie bei diesen administrativen Aufgaben entlastet werden. Sie sprechen einen wirklich zentralen Punkt an. Das Forschungsdatenmanagement spielt heute in der Wissenschaft eine ganz besondere Rolle, nicht nur bei Drittmittelprojekten, sondern auch bei jeglicher Publikationsaktivität. Ist es wichtig, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse auch sicherstellen? Und Sie haben jetzt in Ihrer Antwort die FAU University Press erwähnt. Das ist natürlich ein sehr interessantes Konzept für eine eigene Open Access Plattform an unserer Universität. Welche Vorteile haben denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn sie bei uns im Universitätsverlag publizieren? Der wichtigste Vorteil ist sicherlich, dass ich mir als Forschende, als Forschender meine Rechte zurückbehalten kann. Wenn ich bei einem kommerziellen Verlag publiziere, dann muss ich in der Regel sämtliche Rechte an der Publikation abgeben. Also ich kann die später nicht nochmal in anderer Form publizieren oder weiterverwenden, sondern diese Rechte sind dann weg. Das ist bei unserem Universitätsverlag nicht der Fall. Außerdem, wie am Anfang schon besprochen, sind es offene Publikationen, also erscheinen alle unter einer offenen Lizenz. Alle Publikationen bekommen ein DOI, also ein Digital Object Identifier. So ist sichergestellt, dass wenn sich auch mal der Speicherort ändern sollte von einer Publikation, dass sie immer noch auffindbar ist. Ja, wir arbeiten natürlich professionell von der Manuskriptdurchsicht bis zum Layout. Die Langzeitarchivierung gehört auch dazu und es ist natürlich für die FAU-Angehörigen auch sehr kostengünstig, muss man sagen, und geht schnell. Man muss dazu auch sagen, die Universitätsbibliothek macht das alles auch nicht alleine. Wir haben da viel Unterstützung bekommen von der Marketingabteilung, als wir damals den Verlag gegründet haben, auch vom Lehrstuhl für Buchwissenschaft. Die haben uns damals sehr stark unterstützt. Es gibt einen Beirat für die FAU University Press. Alle Reihen haben Herausgeber. Also es ist uns auch besonders wichtig, dass die Qualität stimmt von den Publikationen. Das ist sichergestellt. Zu den Forschungsdaten möchte ich auch noch gerne was sagen. Forschungsdaten ist jetzt auch kein Gebiet, was die Universitätsbibliothek alleine beackert. Wir kümmern uns natürlich eher aus einer nicht fachspezifischen Sicht darum. An der FAU gibt es inzwischen ja auch eine eigene Arbeitsgruppe, die AG Forschungsdaten, die das Forschungsdatenmanagement aus einer Fächersicht und auch aus der Infrastruktursicht voranbringen will. Da sind wir auch beteiligt. An der Universitätsbibliothek auch noch vielleicht ein interessantes Projekt mit dem IZ Digital gemeinsam geschaffen, ein Digital Humanities Lab. Also ein Ort, wo man Methoden für die digitalen Geisteswissenschaften kennenlernt, selber ausprobiert in einer offenen Umgebung. Und wir werden für dieses Lab auch noch mehr Geräte anschaffen. Das wird auch in einen anderen Raum umziehen, also dass man auch wirklich dann wie in einer Werkstatt dann diese Methodenkenntnis erwerben kann. Mit Unterstützung der Universitätsbibliothek. Wir haben die Räume, wir haben Leute und von Forschenden, die haben die Kenntnisse. Jetzt haben Sie wieder Beispiele genannt, die mir zeigen, dass die gesamte Universität sich im Umbruch befindet, was die Digitalisierung angeht. Sie haben das Beispiel digitale Geisteswissenschaften genannt. Das heißt, hier ändert sich immens viel und auch in Ihrem Umfeld in der Bibliothek ändert sich sehr viel. Sie müssen nicht nur Texte redigieren, sondern auch jetzt Daten kuratieren, auch Kosten kalkulieren. Man braucht ja die entsprechenden Server und Repositories. Das elektronische Publizieren gehört zum Alltag, auch in Ihrem Geschäft. Kann man denn sagen, dass der Bibliothekar der Zukunft ein sprachbegabter Wirtschaftsinformatiker sein muss? Herr Honecker, Sie haben recht, das ist ein sehr vielfältiges Arbeitsgebiet, was auch unglaublich viel Spaß macht. Also immer mitzugehen mit der Universität, zu schauen, was da passiert, immer etwas Neues. Also daran muss man natürlich Freude haben, neben der fachlichen Qualifikation. Es gibt unterschiedliche Wege, sich dieses Know-how zu erwerben. Man kann den Beruf erlernen direkt nach der Schule. Man kann auch nach einem Fachstudium ein Referendariat machen. Das ist alles möglich, verschiedene Einstiegsmöglichkeiten.
Es ist nicht von Schaden, wenn man ein Wirtschaftsinformatikstudium hat und sprachbegabt ist, aber es gibt auch viele andere Wege. Freut mich zu hören, dass ein Informatikstudium immer gut ist, egal in welchem Bereich man arbeitet. Zum Schluss noch ein Ausblick. Ich meine, ich gehöre auch noch der Generation an, die gerne was Haptisches in der Hand hat. Also wenn ich in Urlaub fahre und mir Lesematerial mitnehme, dann nehme ich das gedruckte Buch zur Hand und bevorzuge dies. Sehen Sie denn für das Gedruckte in der sich neu formierenden Wissenschaftslandschaft überhaupt noch einen Platz? Als Bibliothekarin werde ich das natürlich häufig gefragt. Ich arbeite an einer Universitätsbibliothek, da ist die Antwort relativ einfach. Das entscheiden bei uns die Studierenden und Forschenden, was sie benötigen. Und da gibt es eigentlich auch immer wieder Überraschungen. In den letzten Monaten haben wir für die Online-Lehre natürlich sehr viele E-Books beschafft. Ganze Pakete, auch Einzeltitel auf Nachfrage von den Lehrenden wurden sehr schnell zur Verfügung gestellt. Und wir waren dann auch sehr froh, dass wir ein Paket von sehr teuren Lehrbüchern lizenzieren konnten, weil wir dachten, viele Studierende sind froh, wenn sie die von zu Hause auch zeit- und ortsunabhängig nutzen können. Es zeigt sich aber, dass die Nutzung von diesen Lehrbüchern sehr stark hinter den Erwartungen zurückbleibt. Es gibt einfach Szenarien, wo das gedruckte Buch benutzt wird oder vielleicht auch ein gedruckter Zeitschriftenaufsatz. Und es gibt auch die Szenarien, wo ich mich rein online informiere. Und das geht ja eigentlich genau genommen noch weiter, was uns Bibliothekare in den vergangenen Jahren ja sehr überrascht hat und auch viele andere, dass die Arbeitsplätze in Bibliotheken so stark genutzt werden. Also dass wir eigentlich genau genommen immer überfüllt sind. Und ich finde das einen sehr schönen Gedanken, dass wir ja als Bibliothekare damit ja nicht nur Ordnung bringen irgendwie in Bücherregale, sondern dass die Studierenden zu uns kommen, weil sie Struktur für das Studium sich erwarten in der Bibliothek. Also sie wollen dort natürlich gedruckte Bücher vorfinden und sie wollen dort aber auch in den richtigen Flow kommen und in die richtige Struktur für ihr Studieren. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, dieser Gedanke, dass wir dafür auch da sind. Ein schöner Schlusssatz, liebe Frau Söllner. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und das Wichtigste in diesen Tagen, bleiben Sie gesund. Vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch. Dankeschön.